Ja, willkommen, Freunde einer Unterhaltung aus Essen. Aus Essen. Aus Essen Warm-Up-Day von Hunter und Kron. Ja, und zwar ein Warm-Up der ganz besonderen Art. Hier, erstmal haben wir Besuch, wir sind nicht alleine in unserer Ferienwohnung. Hallo, ja, wie bist du denn? Ich bin Alex vom Friedrichshainer Spieleabend. Ich kenne dich doch von der Benzinkorn. Ja, da war ich der schon tatkräftig unterstützt hat und auch diesmal durfte ich schon anpacken, einige Kisten hier. Ja. In den Alex, Alex hilft uns ein bisschen bei unserem Livestream. Wir haben nicht echt viel Geraffel dabei. Ich habe mein halbes Arbeitszimmer mitgenommen. Aber wir haben auch ein Spiel mitgenommen, nämlich Star Wars Looping Chewie. Sie haben mich gelockt mit einem 3-Personen-Spiel, ja. Ja, das ist immer perfekte Spielanzahl, kann man nur zu dritt spielen, im Gegensatz zum ebenfalls bekannten Vorgänger. Man mag sich fragen, warum. Wissen wir auch nicht. Was wir allerdings wissen, man munkelt, dass eine offizielle 8-Spieler-Version auch von Hasbro in Arbeit ist. Was das natürlich irgendwie indirekt erklären würde, die Leute erst noch ein bisschen hungriger machen auf Multiplayer und dann, ja, aber endlich. Ich meine, Louis ist jetzt Chewie. Viel mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Ich hoffe, Looping Louis kennen alle und wir spielen jetzt Looping Chewie. Wir haben uns darauf geeinigt, wenn hier irgendwie durch gewackelt ein Chip runterfällt, dann heben wir den wieder hoch. Aber sobald natürlich der Millennium Falke in der Nähe ist, geht das nicht mehr. Und wir haben auch beschlossen, wir spielen auf schwer. Ja, ja klar. Also unsere Bänke hier sind natürlich in die schwere Position. Das liegt daran, weil das Spiel ist eigentlich ab 4 und wir dachten uns, diesmal, das können wir mal auf schwer gleich. Ja, gleich auf schwer. Wir steigen auf schwer. Das ist die Schwierigkeitsfrage. Achso, ja. Ja, falls man es nochmal, ja, leicht, ja, schwer, ja, wunderbar. So mittelschwer, genau. Mittelschwer, genau. Ja, da, okay. Da kann man sicherlich auch noch ein bisschen was verändern. Aber jetzt spielen wir auf schwer und jetzt geht es auch schon mal los, würde ich sagen. Genau. Also auf die Plätze. Die Spannung steigt. Es werden Wetten noch angenommen. Ihr lacht. Ja, das war übrigens in dem Moment, wo du das jetzt wieder zurücknehmen kannst. Wieder hochnehmen. Ah ja, das stimmt, so, genau. Oh, aber der war offiziell. Ja. Kannst du da hier noch festhalten mit der anderen Hand, dann passiert das nicht vorne. Ah, habt ihr das gesehen? Da konnte ich aber echt nichts machen, der kam direkt von oben. Ja, die wissen es alle. Das ist der Sinn. Hab ich aber mehr Glück als. Oh, habt ihr den Looping gesehen? Ja, schön. Ey, die sind voll hinten, ey. Das wird ein Duell der Meister hier. Das gibt's doch nicht. Ach, wir die waren hat mich gelernt. Oh. Mich selbst angegriffen. So wird es natürlich nicht, aber das gezielt sehr. Ja, genau. Wenn das nicht mal das Eigentor war. Ich sehe schon. Ich mir ist auch wirklich voll. Ich glaube, mit dir spielen wir nie wieder. Schon bei der ersten Partie ist man ausgeschieden. Ich wusste gar nicht, dass der Millennium Falcon ein Cabriolet ist. Ach, ja. Okay. Mit offenem Verdeck. Gut, okay, gut. Die erste Runde ging an Friedrichshagen. Ausnahmsweise. Ich muss dir das zugestehen. Haben wir noch zu erzählen haben. Ja. Ich würde sagen, Revanche. Ja, auf jeden Fall. So kann ich das, gibt's ja nicht. Das kannst du nicht auf die 0 zu 3 weg. Das gibt's nicht. Du hast alle gemacht. Okay, ich habe dieses Spiel noch. Du kannst hinten würfeln. Halt du mich fest an der Seite. Ich sehe schon, ich habe zu wenig. Aber wenn ihr direkt, du kannst ja auch wirklich nichts machen. Ja, manchmal ist. Ja, das ist. Ich würde sagen, das ist unbalanced. Ich will, dass er auch mal eins von dem. Ja. Der fliegt jetzt nämlich in seine Richtung. Ich will auch mal rot sein. Ach komm, jetzt aber. Und nochmal. Yeah, ja, irgendwie hat er. Komm schon, Chewie! Ja, ihr müsst auch beim Ball bleiben, ja? Hier da keine Sekunde dafür verzögern. Wir müssen einen wenigstens mal da. Okay. Ich bin auch ein bisschen unter Druck jetzt gerade hier, ja? Da war es schon dünn im Auto. Nicht, dass ich nicht mehr zurückgenommen werde, wenn ich hier abziehe. Für die Statistik. Ja. Dann laufst du mal nicht draußen. Das dicke Ende kommt noch. Aber ich habe auch Glück gehabt. Ich bin ja eh da
dafür, dass Jimmy gewinnt. Das der muss sowieso gewinnen, ne? Niemals den Wookie verlieren lassen. Aber macht schön viele Loopings. Ja, 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 das stimmt. Das macht der. Ja. Gefühlt. Oh! Ohne Kopf. Ah! Oh! Duellgiganten. Oh, das. Ja. Meinst du, ich darf jeden Mal von euch besiegen? Oh! Das ist wirklich. Eieiei, ihr werdet nicht zu übermütig sein. Oh, jetzt muss das so ernst. Gefühlt bin ich ja auch in einer sehr schlechten Position hier. Ja, es, ich bin ja. Ja, genau, ich bin ja quasi. Du musst jetzt viel schwächer, damit er genau vor ihm schon landet. Ja, und er muss noch schwächer damit annähern. Ja, er muss ja quasi. Das ist echt schlecht für ihn, weil er ja immer in die Richtung fährt. In die andere Richtung kann er nicht fahren. Ja, also es muss doch noch hier fliegen. Ah, das ist echt hart. Ja, ah! Ja, das ist gut. Nee, ich dachte, das ist leicht. Echt. Jetzt aber! Jetzt! Diese. Oh! Das hast du mit diesem Looping-Louis-Anfänger. Ja. Das ist ja nicht so wahr. Eine Runde. Ich würde sagen, eine Runde muss noch kommen. Eine Runde. Ja. Herrlich. Seid ihr bereit? Ja, jetzt aber. Die Lache ist stark in mir. Ach, komm her. Diesmal wird mich niemand aufhalten. Ich bin übrigens dein Vater. Ah, nein. Gemeinsam können wir die Galaxie beherrschen. Das wird mal nicht größenwahnsinnig, ich weiß nur so ein paar Stormtrooper, die haben normalerweise keinen Text. Also, die haben keinen Text. Also, oh! Ich fände es Lupin Chewie gefällt mir natürlich deutlich besser als Lupin. Auf jeden Fall. Chao Chao Bing. Oder Lupin Jar Jar so gut. Mit. Ui, das war aber auch. Ja. Sie hätten aber wenigstens das Triebwerk noch LED beleuchtet. Das wäre ja nicht schlecht gewesen. Ja, aber vielleicht ja dann die Balance auf. Da ist ja noch einiges an Modding-Möglichkeiten offen. Jawohl! Oh! Sehr schön. Oh. Jetzt hätte ich mich beinahe selber gekillt. Also, wir melden uns zur Weltmeisterschaft an. Ne? Ach komm! Oh, jetzt! Der Titelverteidiger ist ja ausgeschieden. Was sind denn da die offiziellen Turniere? Mit dem neuen Teil weiß ich das. Mit links, wir können es nochmal mit links spielen. Da ist echt ein Todesstern drauf, hab ich schon gesehen. Mhm. Ja, ich hatte das vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Es gibt ja auch die Möglichkeit bei Looping Louie den Motor zu modden und unterschiedliche Programme laufen zu lassen mit schneller und langsamer. Ja, dann ist er erst schneller, dann wird er langsamer. Ja. Dann noch Stromschläge oder so. Ja. Aber ob das kompatibel ist mit Looping Louie? Ja, wenn sie das gleiche Batteriefach gewählt haben, dann. Ah, ey. Oh! Oh! Es hat jeder mal gewonnen. Ja. Wie, ja, so sind wir, Friedrichshagen. Total. Dann müssen wir natürlich. Spiele für alle. Nee, jetzt das geht nicht. Müssen, das geht okay, nicht. Ja, bei uns gewinnt immer. Ja, ja, ja. Ihr wisst ja schon, ja. Dann, ich habe euch die Chance gegeben auf ein faires Rennen. So. Nein, jetzt. Jeder hat einen Sieg. Als jeder wenn das geskriptet wäre, aber nein. Und jetzt, jetzt geht's los. Bin ich. Jetzt kenne ich keine alle, dieser Kampf, diese Schlacht wird alles entscheiden. Können wir jetzt den Soundtrack einspielen? Ja, mach der Hunter dann. Heute Nacht noch. Oh. Ist schon, aber ist schon einer gefallen. Eigentlich ist es total unthematisch, dass wir alle die gleiche Fraktion sind. Ich meine, ja. Wir könnten ja eigentlich auch so. Bei Lupin Louie gab es ja auch unterschiedlich farbige Hühner, ne? Da hätte man jetzt ja. Verteidigen wir ja. Ah! Verteidigen wir ja. Ah! Jetzt wird er hier dezimiert. Ja! Jetzt. Aber. Jetzt kommt die Rache. Warum mal, warum machst du denn den Panther abräumen? Ja, gut gedacht, aber. Ja! Oh, Mist, das war. Ja! Das fällt einem ja auch gar nicht so einfach, das Imperium zu verteidigen, ja, den Angriff. Nicht in unserem Sinne, aber. Oh. Ja, ich hab's raus, langsam ist raus. Wie du dich selber triffst, ja. Oh. Ja! Im Backflip. Ja, langsam. Oh Gott, oh Gott. Oh! Oh, er hat ja schon die Hitze. Sehr gut, sehr gut.
10er runter. Ja! Ja, da hab ich schon. Oh, jetzt ist aber. Sudden Death. Weg da, weg da, weg da, Juni, weg da! No! Oh. Da ist er raus, da ist er raus. Jetzt aber. Ah, komm, komm, komm. Und jetzt ganz gefühlvoll. Nee, 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 Juni, so wird es nicht. Ah! Die Macht ist stark in mir. Du darfst heute Nacht mit dem Millennium-Falken schlafen. Ja. Juhu! Ja, ja. Das war Looping Jui. Das war Looping Jui. Ja, ich würde Looping Jui im Star Wars Universum. Ja. Ich meine, es ist mindestens genauso gut wie Looping Lui, nur für drei Personen. Ich frage, ich meine, es ist natürlich auch anders, ne? Weil die Verhältnisse sind jetzt. Das ist vielleicht auch. Vielleicht ist das auch die einzige Wahrheit, dass quasi die üblichen Muster, die bei Looping Jui wurden aufgebrochen durch diese Dreiteilung. Ja. Das war mein Problem. Ich war auf diese Fieberabstände. Ich immer ein bisschen Taktik gelaufen und dann habe ich immer gewonnen und nee, jetzt sind die Abstände anders. Ah ja, das also war mein Verhängnis, du sagst das. Ja. Wie genau darfst du mir einen 8er Looping Jui vorstellen? Ja, eigentlich können ja nur drei hier noch weg. Es ne? ist einfach wahrscheinlich ein anderes. Oktogon halt damit. Ja, hier rein und hier sind noch schon zwei. Naja, das ist Looping Jui, ab 4 Jahren spielbar und gleichzeitig ist es natürlich. Macht die aber irgendwie doch gruseliger mit dem Augen. Der zweite ist drei Spieler und zum Zusammenbauen sind Erwachsene erfordert. Ich weiß es genau. Das ist aber wir haben das alleine hinbekommen. Wir haben das auch hinbekommen. Also ich habe da tiefes Vertrauen in euch. Ihr schafft das auch. Ihr schafft das auch. Nicht in der Badewanne spielen. Die Macht ist stark in euch. Ja, das war Looping Lui, Jui, sag ich schon. Lui, Jui. Ja, wir sehen es auf der Spiel. Wir müssen übrigens gucken. Eine Sache wollte ich noch sagen. Wir streamen ja von unserem Konferenzraum L und ich habe immer davon geredet, ihr müsst nur eine Treppe hoch oder eine Rolltreppe hoch und es stimmt alles gar nicht, weil ihr müsst runter. Das habe ich jetzt gelernt. Wir sind irgendwie im Untergeschoss. Im Keller. Nicht im Keller, nee, es ist ein Zwischengeschoss, aber runter. Es geht irgendwie runter von der Halle 1, Eingangsbereich. Ihr werdet schon finden, wir gucken, vielleicht kriegen wir es auch ausgeschrieben. Wir machen noch ein Video, wie ihr uns findet, auf jeden Fall. Aber nur damit ihr schon mal gehört habt, oder runter. Schön. Runter. Oder also, ich bringe jeden Einzelnen dann. Tschüss, sagen wir. Ja. Gute, bis dann. Ne? Gute Nacht. Ciao. Ciao.